Ja, wie wir in der letzten Vorlesung schon gesehen haben, es geht um die Biosynthese, den Metabolitenweg, der letztendlich dahinter steht. Generell einfach mal ein kurzer Überblick über das Schema, was es dort zu betrachten gibt. Ja, leider scheint es wohl nicht unbedingt jeden so sehr zu interessieren. Wäre super, wenn Sie dort vorne Ihren Kollegen einmal kurz anstoßen könnten, dann kriegt er nämlich auch mit, worum es geht und kann auch die Klausur bestehen. Hey. Ah, los! Oh nein, schnell, holen Sie Hilfe! Ich hoffe, hier hat niemand die Spuren verwischt. Ja, Sie können dann jetzt auch gehen. Wir kommen wieder auf Sie zurück. Danke. Oh, shit. Oh, krass. Er stoch mit einem Kugelschreiber. Die Person muss ganz schön stark gewesen sein. Mm, auf jeden Fall. Oh, shit, ey. Das ist ja eklig. Oh, Kacke. Ja, muss erstmal zu unserem Chemiker. Wie haben Sie die Leiche denn gefunden? Ja, ich dachte, der Student schläft nur und da habe ich die Studentin, die neben ihm saß, ja, ich habe... Die müssen wir auch noch befragen. Ja, ich habe sie einfach nur gebeten, ihn anzustoßen, ja, und naja. Aber warum ist Ihnen das alles so spät aufgefallen? Ja, Biochemie, das Fach ist relativ umfangreich, viel Stoff und da kann das schon mal vorkommen, dass die Studenten dann auch einfach mal kurz wegnicken, also... Okay, verstehe. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt mal ins Büro und das weitere Vorgehen planen. Dankeschön. Okay, was haben wir denn? Frau Heben, wo waren Sie denn heute um 15 Uhr? 15 Uhr? Ja. Ja, also das war so. Normalerweise machen wir immer die Pause um 16 Uhr. Kaffeepause. Heute haben wir die jetzt schon um 15 Uhr gemacht, weil mein Kollege, der hatte Geburtstag, hat uns alle dann zum Kuchen eingeladen. Und der kann das dann auch bestätigen? Ja, klar. Ich meine, wie viele Leute sind da in meiner Cafeteria? Okay. Was ist mit der Studentin, die das Opfer gefunden hat? Frau Stein, Sie haben Ihren Kommilitonen erstochen vorgefunden. Wo waren Sie zurzeit vor der Vorlesung? Ja, also es war ganz schrecklich. Ich habe den da gefunden und der saß die ganze Zeit neben mir, war tot und ich habe das nicht gemerkt. Es war... Gut, ich möchte wissen, wo Sie zurzeit vor der Vorlesung waren. Ach so, ja. Ich hatte eine Prüfung bei Herrn Dr. Klein. Okay, das können wir überprüfen. Mist, wir haben keinen einzigen Verdächtigen mehr. Scheiße. Hele Bracht, interne Ermittlung, hallo? Ja, Bob aus der Chemie hier. Ich weiß ja nicht, was ihr da unten macht, aber ich habe einfach mal das Logo vom Kuli gegoogelt. Ich bin dabei auf People Counting Consulting gestoßen. Okay, danke dir. Das war Bob aus der Chemie. Der hat irgendwas von einer People Counting Consulting Firma erzählt. Keine Ahnung. Dass wir da nicht drauf gekommen sind, das sind die Leute, die am Anfang und am Ende der Vorlesung die Studierendenzahlen erheben, wie viele da drin sind. Ich glaube, die haben ihr Büro in Y01. Was denn? Ja. 17 zu viel. Das ist einer zu viel. Das... Nein, das geht so nicht. Y01, Werner Schmidt, hier ist es. Herr Schmidt? Herr Schmidt? Hallo? Zwei. Herr Schmidt, kommt Ihnen das bekannt vor? Alle einmal gezählt. Und ich war gerade fertig, kommt dieser Idiot zu spät zur Vorlesung, drängt sich an mir vorbei
und ich darf das Ganze nochmal aufschreiben. Und das hat mich so aufgeregt in dem Moment. Bin dann also wieder dahin, nach der Vorlesung. Er war als letzter noch da und da ist es einfach mit mir durchgegangen. Und da habe ich meinen Kugelschreiber genommen und ihn erstochen.